neuronale Netze, das sind Strukturen, die aus künstlichen Neuronen bestehen, in solchen Schichten und dazwischen Verbindungen zwischen den Neuronen, die Gewichtungen an sich haben und beim Training der Netze verändern sich die Gewichtungen und verändern sich damit eben die Verbindungen und die Muster in diesem Netz. Und weil das so eine tiefen Struktur ergibt, nennt man das Ganze auch Deep Learning. Und in der kurzen Zeit, wo wir diese Modelle jetzt in der Praxis sehen, haben sich die Arten und Weisen, wie wir sie benutzen, schon wieder stark geändert. Am Anfang hat man für jede einzelne Aufgabe, für das Übersetzen, für das Klassifizieren von Tweets, für das Zusammenfassen von Texten, jeweils ein neues Modell trainiert mit neuen entsprechenden Trainingsdaten von diesen Aufgaben. Und irgendwann kam man dann aber auf die Idee, man kann eigentlich das grundsätzliche sprachliche Wissen den Modellen schon mitgeben. Das sind dann nicht die großen Sprachmodelle, sondern die mittelgroßen. Die haben vielleicht ein paar Milliarden Parameter, die hat man dann genommen und dann hat man nur die unterste Schicht drauf trainiert, die dann für die einzelne Task da war, für das Übersetzen, für das Zusammenfassen, für das Klassifizieren. Und das Training der grundlegenden Sprachmodelle macht man, indem man ihnen große Mengen von Daten gibt, Terabytes von Daten, Kochrezepte, wissenschaftliche Texte, übersetzte Texte. Und dann gehen die Systeme hin, halten einzelne Wörter zu, man nennt das Maskieren, und versuchen aus dem Kontext diese Wörter wieder zu erraten. Das nennt man auch selbstüberwachtes Lernen oder Self-supervised Learning.